sich gerne als Exportweltmeister bezeichnet und auch einer ist, dass eine Kritik des Freihandels schnell als Kritik am marktwirtschaftlichen System generell verstanden wird. Und ich glaube übrigens auch, dass viele Politiker, auch die ich gesprochen habe, Abgeordnete, sich nicht so weit mit dem TTIP-Abkommen befasst haben, sondern einfach nur sagen, also wer das kritisiert, ist mal wieder gegen Freihandel. Und deswegen glaube ich, ist diese Diskussion auch so heftig. Gleichzeitig schwingen natürlich auch bei manchen Kritikern anti-amerikanische Ressentiments mit. Das spielt auch eine Rolle. Und das macht das Ganze so höchst sensibel. Aber man muss sich mal Folgendes vorstellen. Wir wissen ja im Grunde gar nicht, was genau verhandelt wird. Wir haben keinen Einblick in den Stand der Verhandlungen. Auf der anderen Seite sind die Themen, die dort diskutiert werden, eigentlich den Parlamenten vorbehalten. Ja, das sind ja keine internationalen Abrüstungsverträge. Ich finde, dass es klarer ist, was beim iranischen US-Atomabkommen passiert, als bei TTIP. So. Wenn dieses Abkommen mal fertig ist, dann können die Parlamente, wenn sie denn abstimmen dürfen, die nationalen, nur noch Ja oder Nein sagen. Und dann kommt noch was dazu, was uns von der Politik vorenthalten wird. Der Europäische Ministerrat kann zusammen mit dem Europäischen Parlament dieses Abkommen in Kraft setzen, das heißt vorläufig annehmen, ohne dass ein einziger nationaler Parlamentarier in den 28 EU-Mitgliedstaaten seine Hand gehoben hat. Das heißt, ohne dass wir entscheiden können, wird uns dieses Abkommen aufgedrückt. Und dann ist es jahrelang in Kraft, bis es dann ratifiziert wird. Und wenn es dann nicht ratifiziert wird, dann hat es aber schon viel Schaden angerichtet, meine ich. Und das muss man sich doch mal vorhalten. Wir müssen das jetzt kritisieren. Wir müssen das nehmen, was wir wissen, und nehmen das, was passieren kann, um das zu verhindern. Die ganze Übung ist zutiefst undemokratisch. Also es ist ja immer, wenn man wenig Informationen hat, dann ist man gezwungen, wenigstens zu suchen, was ist plausibel. Und für mich ist schon plausibel an Ihrer Kritik, dass Sie sagen, wenn dieses Abkommen so wunderbar ist, wenn uns das allen nützt, wenn das dem Handel nützt, wenn das den Verbrauchern nützt, wenn das den Arbeitnehmern nützt, indem es Arbeitsplätze schafft, es schafft überhaupt Wohlstand und alles. Wenn das alles so wunderbar ist, dann könnte man es doch wirklich öffentlich machen und öffentlich darüber diskutieren. Denn dann wird doch wohl jeder einigermaßen vernünftige Mensch sagen, das ist klasse. Ja, natürlich. Vor allen Dingen, es geht ja nicht um Geschäftsgeheimnisse. Es geht um Themen, nehmen wir Verbraucherschutz, Umweltschutz, Gesundheitsschutz, Arbeitnehmerrechte, Tiergerechtigkeit, was auch immer, Chemikalien. Es geht ja um Themen, die das Parlament diskutieren muss, und zwar in Einzelheiten. Das heißt also, es muss öffentlich sein. Und wenn alles so toll ist, dann, wie Sie sagen, dann kann man es auch ja öffentlich machen. Aber es ist eben nicht toll, es wird gefeilscht und es wird Kuhhandel betrieben. Also in dem Fall kann man schon wirklich sagen, diese Art von Freihandel ist Kuhhandel. Und das wollen sich die Leute nicht bieten lassen. Hören wir noch einen Anruf. Verlauf und Ergebnis einer Verhandlung werden entscheidend von der Zusammensetzung der Verhandlungsrunde beeinflusst. Gibt es Ihrer Einschätzung nach bei den TTIP-Verhandlungen auf europäischer Seite unter den Vertretern mit politischem Mandat, außer solche mit großer Nähe zur Wirtschaft, eigentlich auch einen nennenswerten Anteil mit einer Orientierung an Umwelt- und Verbraucherschutz? Die Frage ist sehr gerechtfertigt, denn generell ist es so, dass die Europäische Kommission und auch die Generaldirektionen, die der Kommission unterstehen, dass die eine hohe Verbindung, eine hohe Affinität zu den Kreisen der Wirtschaft haben durch diese sogenannten Expertenrunden oder Expertengremien, die Vertreter der Kommission beraten. Und die Verhandlungen werden natürlich von Politikern geführt, aber die generelle Nähe der Kommission zur Industrie und auch die Nichtöffentlichkeit, die natürlich den Zugang der Industrie auch begünstigt, bewirken ein eindeutiges Übergewicht wirtschaftlicher Interessen. Man sieht es auch an den Vorgesprächen und Gesprächen, die geführt worden sind zwischen der Kommission und Vertretern der Wirtschaft, aber auch Vertretern der Nichtregierungsorganisationen. Das, was mit Nichtregierungsorganisationen besprochen worden ist, wirklich ein ganz, ganz, ganz geringer Anteil. Also man kann in der Tat sagen, der Einfluss der Wirtschaftsinteressen ist durch Personen und durch institutionelle Arrangements eindeutig überwiegend und dominiert auch die Verhandlungen. Welche Einsprüche gibt es denn auf der US-amerikanischen Gegenseite?
In den USA wird das Freihandelsabkommen ja auch diskutiert, aber dort ist gegenwärtig ein anderes Freihandelsabkommen praktisch fertig verhandelt, das sogenannte TPP, das ist das transpazifische Freihandelsabkommen, was die USA mit verschiedenen Ländern in Ostasien abschließen. Dazu gehört Australien, Japan, Vietnam und andere, Malaysia auch. Das steht bisher in der Diskussion, aber auch in den USA gibt es einen erheblichen Widerstand, auch im Kongress, aber auch unter den Nichtregierungsorganisationen. Etwas anders als hier in den USA befürchtet man natürlich vor allen Dingen den Abbau von Arbeitsplätzen. Aber sprechen wir vielleicht mal gerade über die Arbeitswelt. Denn auch da muss ja für einen gemeinsamen Handel gelten, dass es ähnliche oder vergleichbare Standards und Normen gibt. Und jetzt ist es aber keineswegs so, dass das Recht, eine Gewerkschaft zu bilden, das Recht, sich zu organisieren, das Recht, einen Betriebsrat zu wählen oder auch das Streikrecht, dass das überall gleich ist. Es gibt ja Städte und sogar Landstriche in den USA, wo gegen Gewerkschaften und sogar gegen das Streikrecht entschieden vorgegangen wird. Das ist ja nicht unbedingt das, was wir hier wollen. Das ist übrigens ein Thema, bei dem mir auch wirklich die Augen geöffnet worden sind, als ich mich näher damit befasst habe, wie es mit den Arbeitsstandards in den USA ist, vor allem auch im Süden von den USA, wo ja einige deutsche Autofirmen auch produzieren. Es gibt dort eben kein Streikrecht, keine kollektiven Tarifverhandlungen. Betriebsräte sind teilweise verboten, teilweise nur unter erschwerten Bedingungen aktiv. Gewerkschaftliche Aktivitäten werden sanktioniert. Also arbeitsrechtemäßig ist das wirklich steinzeitlich zum Teil. Und wenn uns gesagt wird, dieses Abkommen hat ja zum Ziel, die Verbraucherrechte zu stärken, dann ist es natürlich ein Witz. Das kann gar nicht sein, weil die USA denken nicht dran, hier irgendwas zu ändern. Es gibt ja auch internationale Konventionen, zum Beispiel der Internationalen Organisation für Arbeit, ILO, die sitzt in Genf. Da gibt es sogenannte Kernarbeitsnormen, da haben die USA nur zwei Normen unterzeichnet, die befassen sich mit dem Verbot von Kinderarbeit. Und dadurch entsteht die Gefahr, wenn der Fluss von Kapital und Investitionen zwischen den beiden Kontinenten erleichtert wird, dass natürlich, es liegt ja nahe, dass deutsche Autofirmen dann dort investieren wollen, wo die Arbeitnehmer weniger Rechte haben. Das ist ja eigentlich ein völlig rationales Verhalten von einem Unternehmen. Und das ist zum Beispiel einer der wirklich Knackpunkte von TTIP und der krassen Beispiele, wo man da schon voraussehen kann, dass das die Situation für die Arbeitnehmer eher verschlechtern kann als verbessern kann. Die Frage ist natürlich, ob wir da nicht vielleicht zu schwarz sehen, ob da die Vernunft sich nicht doch in vielen Bereichen durchsetzen wird. Zum Beispiel schreibt hier Bernd Hupperich in einer Mail, warum sind denn eigentlich die Ängste gegenüber Freihandelsabkommen so groß? Im Nachhinein hat sich doch stets herausgestellt, dass die Vorteile für alle Beteiligten überwiegen. Also diese These ist zumindest umstritten, denn wenn man sagt, die Vorteile für alle, kann das nicht sein. Es gibt bei jedem Freihandelsabkommen natürlich Verlierer und Gewinner. Gewinner zum Beispiel bei Zollsenkungen ist es ganz klar, die Bereiche, die durch hohe Zölle geschützt sind, werden erstmal verlieren. Und die Theorie des internationalen Freihandels sagt ja, diese Verlierer müssten irgendwie entschädigt werden. Und bei dem großen Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko, NAFTA, gibt's ja auch erhebliche Verlierer und die Beschäftigungseffekte waren damals maßlos übertrieben, die man erwartet hatte. Aber bei TTIP, ich möchte es nochmal sagen, haben wir einen besonderen Fall. Die ganzen Regeln bei TTIP, die sich befassen mit der Frage, wie entstehen Gesetze, wie machen wir Gesetze in der Zukunft. Dieses ganze Komplex, der mit dem Wort regulatorische Kooperation überschrieben wird, den gab es vorher nicht beim Freihandelsabkommen. Das ist eine bisher einmalige Konstruktion. Das hat auch die Bundesregierung bestätigt in einer Anfrage der Grünen Partei im Bundestag, dass das in dieser Form noch nicht gegeben hat. Deswegen nochmal, wer gegen TTIP ist, muss nicht gegen Freihandel sein. Ich würde sogar sagen, wer für Freihandel ist, muss gegen TTIP sein, weil TTIP diese Last oder dieses große Risiko für unsere Demokratie mit sich bringt. Noch eine Frage an den Autor.
Wäre es nicht besser, wenn man dieses ganze TTIP-Abkommen aufgrund dieser Geschichte ohne Ende, mit dieser unendlichen Geschichte mit der NSA und so weiter und so fort, nicht erst einmal auf Eis legen würde? Zumal ich den Eindruck habe, dass die Bundesregierung an vorderster Stelle die Frau Merkel so handelt, als wären wir der kleinere Partner der großen USA. Also wir sind dafür, dass man TTIP nicht nur auf Eis legt, sondern dass man TTIP in dieser Form stoppt und dass man dann ein neues Verhandlungsmandat beschließt, aber das auch öffentlich diskutiert. Das bisherige wurde ja auch nicht öffentlich diskutiert, was schon eigentlich ein Unding ist. Und dann ganz klar vereinbart, bei TTIP oder bei einem neuen TTIP geht es darum, technische Handelshemmnisse zu beseitigen, die Fortschritte im gesellschaftspolitischen Bereich, wie zum Beispiel bessere Nahrungsmittelversorgung oder auch einen erhöhten Tierschutz, Verbesserungen sollten nicht von der Zustimmung eines Handelspartners abhängig gemacht werden. Es sollte sich wirklich auf das konzentrieren, was die Industrie ja immer als Vorteil ansieht. Also die Vereinheitlichung von Schraubenlängen, Blinkerfahrung, Druckbehältern, Zulassungsvorschriften etc. etc. Interessanterweise werden ja immer diese Beispiele angeführt, wogegen keiner was hat. Aber die eigentlichen kritischen Punkte werden nicht erwähnt. Ich habe noch nie einen prominenten Industrievertreter davon reden gehört, der sagt, oha, wir haben ja vielleicht Probleme, dass unsere demokratischen Prozesse gefährdet werden. Solange die Industrie das nicht macht, solange das überhaupt als Nicht-Thema behandelt wird, nehme ich der Industrie ihre guten Absichten nicht ab. Die große und entscheidende Frage ist ja auch, was man überhaupt harmonisieren kann und was nicht. Zum Beispiel gibt es in Europa, in den USA ganz verschiedene Rechtssysteme, auch mit verschiedenen Grundprinzipien. Ich sage mal Vorsorge gegen Schadensersatzklage. Einfaches Beispiel, wenn ein Medikament gemacht wird, da sind sie sich noch einig übrigens bei Medikamenten, dann kann man das nicht einfach auf den Markt bringen und warten, bis 1000 Leute tot umfallen und dann auf Schadenersatz klagen, sondern man muss vorher gucken, könnte das schädlich sein, und wenn es schädlich sein könnte, auch wenn noch niemand zu Schaden gekommen ist, darf man es nicht auf den Markt bringen. Sie haben recht, es gibt ein paar Prinzipien, die sehr unterschiedlich sind im Bereich der Sicherheit von Chemikalien. Das gibt ein besonderes Beispiel. Das ist ein besonders gutes Beispiel. Da hat Europa ja eine Chemikalienrichtlinie erlassen, die sehr fortschrittlich ist und die auf dem sogenannten Vorsorgeprinzip beruht. Das heißt, wenn bei einem Stoff nicht ganz sicher ist, noch nicht wissenschaftlich erwiesen ist, dass er wirklich unschädlich ist, dann kann die Regierung diesen Stoff verbieten. Und das impliziert auch die Umkehr der Beweislast. Das heißt, nicht der Kritiker muss die Schädlichkeit nachweisen, sondern der den Stoff in Verkehr bringt, muss dessen Unschädlichkeit nachweisen. Das hat mittlerweile dazu geführt, dass Europa die sichersten Chemikalien hat und auf diesem Gebiet vorbildlich ist, und natürlich die anderen Länder auf der Welt sich danach richten, weil wenn sie in die EU importieren, müssen sie diese Sicherheitsstandards einhalten. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied. Jetzt denkt man, das ist ja gut, dann kann da ja auch nichts passieren. Das ist ja auch übrigens in der Europäischen Verfassung, ist das ein wichtiger Artikel, das Vorsorgeprinzip. Aber was da eben doch passiert, es kann eben verwässert werden. Zum Beispiel gibt es ein konkretes Beispiel aus den Verhandlungen zur Chemie. Es gibt Stoffe, die den Hormonhaushalt der Menschen, die im Verdacht stehen, den Hormonhaushalt der Menschen in negativer Weise zu beeinflussen. Die Europäische Union hatte eigentlich vor, diese Stoffe auch zu regulieren, zum Teil zu verbieten. Die US-Seite sagt, nein, diese Stoffe sind überhaupt nicht unsicher. Ein konkretes Ergebnis ist bereits, dass diese Klassifizierung oder die Regulierung dieser Stoffe verschoben wird. Also sie wird später, wenn überhaupt, erfolgen. Das bedeutet, das Vorsorgeprinzip, obwohl es nach wie vor in der Europäischen Verfassung steht, wird auf diese Art und Weise ausgehöhlt und verwässert. Man kann also, ohne dass man Gesetze direkt jetzt ändert, auch bewährte Prinzipien und Grundsätze